Nach der Ansprache gestern Abend von Joe Biden in Sachen Russland-Sanktionen hatte nicht nur die Wall Street gute Laune, sondern vor allem auch in Moskau. Da dürften die Sektkorken geknallt haben, denn das, was wir da von Biden gehört haben, das sind bestenfalls Sanktionchen. Und wir erinnern uns, wie die westlichen Politiker, ob aus der EU, ob aus den USA, immer ganz, ganz große Drohkulissen aufgebaut haben. Wenn die Russen die Ukraine besetzen, dann würde das und das passieren, ganz harsche Drohungsszenarien. Und das Problem der westlichen Politiker war, dass sie schlichtweg ein falsches Szenario entworfen hatten. Sie hatten gesagt, ja, die Russen, die wollen die ganze Ukraine erobern sozusagen. Immer war die Rede von Kiew und eine Stadt mit 2,5 Millionen Einwohnern. Und dann hat man diese Drohkulisse aufgebaut und dann ging es faktisch aber nur um den Donbass, eine Region, die, würde man wirklich freie Wahlen dort abhalten, wohl demokratisch stimmen würde für eine Integration nach Russland. So ehrlich muss man sein, das ist ähnlich wie bei der Krim damals. Und jetzt ist natürlich damit das Problem viel kleiner, als man es an die Wand gemalt hat. Deswegen sind die Sanktionen auch viel kleiner, als man sie vorher angekündigt hat. Und das bringt den Westen natürlich auch mental, psychologisch in eine sehr schlechte Position, zumal Peking sehr genau hingeschaut hat, wie die Amerikaner und wie der Westen insgesamt reagiert und seine Schlüsse in der Taiwan-Frage ziehen wird, auch wenn da zu erwarten ist, dass der Westen etwas harscher reagierte, denn da geht es um Chips, die der Westen braucht. Das wird dann eine andere Geschichte. Schauen wir uns mal die Sanktionchen an. Es ist keine wirklich große Bank betroffen. Zwei Nebenbanken, die sozusagen eh keiner interessieren, die hier sanktioniert werden. Wir haben keine Energiesanktionen, also nichts gegen Gazprom etc. bis auf Nord Stream 2. Das hatten ja die Deutschen schon abgeräumt. Wir legen das erstmal auf Eis. Keine Andeutung von SWIFT-Payment-Exklusion. Das ist ja praktisch die nukleare Option. Und vor allem, was Biden auch gesagt hat, ist, dass eben wenn jetzt nichts weiteres passiert, wenn also die Russen nicht weiter in Richtung Ukraine ihre Truppen bewegen, dann gibt es auch keine weiteren Sanktionen. Und damit hat Putin dieses Ding ziemlich klar gewonnen. Man muss es leider so sagen. Und Biden hat ja selbst im Grunde vorher schon mal angedeutet bei einer Aussage, dass das ziemlich glimpflich für Putin abgehen könnte, als er nämlich gesagt hat, ja, wenn die russischen Truppen nur so ein bisschen in die Ukraine gehen, dann sei das ja was anderes und das ist gemeint der Donbass, oder damit ist gemeint der Donbass, also diese schmale Region, die an der russischen Grenze liegt und die Putin jetzt eben mehr oder weniger für sich beanspruchen kann und der Westen hat viel drumherum gemacht und dann wenige geliefert, daher natürlich gute Laune in Washington. Und wir sehen natürlich, dass die Aktienmärkte dann gestiegen sind. Man hatte vorher gedacht, oh, was kommt da, das wird eine ganz heftige Eskalation. Und dann kommt so ein laues Lüftchen. Dementsprechend sind auch die Zinsanhebungserwartungen wieder gestiegen, die Rate Hike Expectations. Also man hatte vorher gesehen, als dieser Ukraine-Konflikt sehr, sehr eng war, da war es so, oder sehr dramatisch war, da war es so, dass auch die Anleiherenditen gefallen sind, weil man sich gesagt hat, oh, das ist der sichere Hafen. Erstens, zweitens, die Notenbanken werden dann die Zinsen nicht so anheben, aber das scheint jetzt vom Tisch. Das ist eigentlich nicht so eine gute Nachricht für die Aktienmärkte und auch die Ukrainer waren jetzt nicht so begeistert durch die Sanktionchen, die wir hier jetzt bekommen haben durch Biden und Co. Also Kuleba etwa, der ukrainische Außenminister, hat gesagt, wir sind puzzled bei den US-Sanktionen, weil die sozusagen nicht die Ukraine direkt betreffen. Da werden einzelne Individuen sanktioniert etc., aber im Grunde ist das ja ein totaler Witz und das ist natürlich auch den Ukrainern nicht entgangen. Hier sehen wir dann auch die Reaktion der russischen Märkte. Zunächst mal der MOEX, das ist der russische Leitindex in Rubel, also nicht auf Dollar basiert, 5,9%, dann gestiegen in Reaktion auf das, was Joe Biden gesagt hat. Also da ist schon mal klar geworden, was passiert ist und der russische Rubel hier deutlich nach oben gegangen. Also ganz klar, das haben die Märkte haben die Message verstanden. Insgesamt übrigens interessant, dass Putin praktisch, respektive die Russen, fast keine US-Staatsanleihen mehr haben. Die haben jetzt nur noch 3,9 Milliarden
Dollar in US-Staatsanleihen. 2010 waren es noch 176 Milliarden und die Russen haben interessanterweise sehr, sehr viel in Gold umgeschichtet. Bei ihren Reserven vielleicht in einem System, wo weltweit letztendlich die Geldmengenausweitung so krass ist, nicht die schlechteste Idee, wenn man sich das mal überlegt. Insgesamt natürlich wirklich ein Nothing-Burger. Jim Bianco hat das ja vorweggenommen und hat gesagt, also wenn da wirklich was kommen würde, was Ernsthaftes kommen würde an Sanktionen durch den Westen, dann würden die Aktienmärkte auch deutlich stärker fallen. Und das ist genauso gekommen. Der Westen hat, wie gesagt, hier nicht das getan, was er gesagt hat. Das macht die Glaubwürdigkeit leider nicht besser und zeigt die latente Schwäche, die derzeit der Westen ausstrahlt. Und das riechen natürlich solche Instinktpolitiker, nicht nur wie Putin, sondern auch wie Xi Jinping. Das wird dann auch Konsequenzen haben in diesem kalten Krieg 2.0. Kommen wir jetzt mal zum Geschehen an den Märkten. Wir sehen, dass dennoch die Minuszahlen hier dominierten. Gestern bei den US-Indizes direkt nach Biden ging es zunächst mal nach oben, dann auch wieder ein leichter Rücksetzer. Warum, sehen wir gleich. Entscheidend jedenfalls, dass Energy Materials unten waren, also schlecht performt haben, Utilities, Healthcare, also defensive Sektoren, Real Estate, das waren die Gewinner. Also das ist nach wie vor schon so ein defensiver Shift, den wir hier sehen. Und hier nochmal die Kursbewegung, hier Putin Aktion, respektive Aussagen von Putin, dann ging es nach oben im europäischen Handel, dann kam die Biden-Aussage, dann die Aussage von Zelensky, dass die Reserve Armee einberufen wird, die NATO wird teilweise dafür, Truppen hier in die baltischen Staaten etwa schicken zur Verteidigung, wie Biden gestern klar formuliert hat. Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten insgesamt kommen, dann sehen wir hier einen Quartalschart des S&P 500 von Michael Silver, den ich sehr, sehr interessant finde, weil er zeigt, dass dieses Quartal droht sozusagen jetzt ein Negativquartal zu werden, dass das vorher positive Quartal übertrifft, also diese rote Kerze dann einen größeren Körper hat als die grüne Kerze. Hier sehen wir, dass die Ausschläge ja sehr, sehr hoch sind. Das ist in den letzten Jahren seit der Finanzkrise nie passiert. Jedes Mal, wenn so etwas war, dass praktisch eine grüne, große, schöne Quartalskerze war und dann eine rote Kerze kam, dann kam immer sofort der Konter, zwei Ausnahmen, eben Dotcom-Blase und dann die Finanzkrise 2008. Also wir sehen, da ist jetzt was praktisch, was auf dem Spiel steht für die Märkte. Da muss dieser Konter der Bullen gelingen. Jetzt gucken wir uns mal den Nasdaq Composite an, der gestern übrigens auf dem niedrigsten Stand seit Juni geschlossen hat. Und wir sehen, wir sind deutlich unter den gleitenden Durchschnitten. Das ist also jetzt kein Chart, der unbedingt die totale Long-Optik entwickelt, auch wenn wir natürlich, vielleicht sogar wahrscheinlich, eine Erholung jetzt sehen werden. Ähnliches gilt für den S&P 500. Also das sind jetzt optisch zumindest jetzt nicht die bravourösesten Charts. Und wir sehen natürlich, dass jetzt dieser Zinsanhebungszyklus der Fed beginnt bei einer sehr, sehr sportlichen Bewertung der US-Aktienmärkte. Über 22 das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und wir sehen unten diese Analogie in dem Chart von Morgan Stanley zu dem Jahr 2018. Damals kam dann eine sogenannte Relief Rally, also eine Erleichterungsrally, wäre jetzt auch möglich, wenn sozusagen diese ganze diese Sorge vor einem wirklich Belastungsfaktor für die Weltwirtschaft jetzt sich bestätigt hätten. Aber faktisch interessiert das die Weltwirtschaft nicht, was da mit den Sanktionen ist, weil es praktisch keine Auswirkungen hat. Aber, und das ist eben die Geschichte übergeordnet, sind diese Charts nicht schön anzusehen. Und dementsprechend könnte es wie 2018 dann nach einer Erholung wieder einen Rücksetzer geben. Insgesamt sehen wir, dass das schon auch jetzt beim Index was passiert ist, wie etwa dem Nasdaq, sind ja nicht nur viele Aktien, die vorher ja schon sehr, sehr stark gefallen waren, so viele Aktien auf ihrem 42-Wochen-Tief, sogar mehr als während der Finanzkrise und der Dotcom-Blase ja derzeit, also da ist schon Schaden entstanden. Jetzt sehen wir, dass auch bei dem Index Schaden entstanden ist, der Index Nasdaq jetzt 17%, gemeint ist der Composite, 17% im Minus. Wir haben eine Korrektur seit 95 Tagen. Und der Durchschnitt einer solchen Korrektur ist 66 Tage lang und beträgt 19,42%. Die Median-Korrektur, also die genau in der Mitte ist, von den Anzahlen, die höher oder niedriger sind,
16,64%. Also da ist jetzt schon was passiert. Und auffällig ist jetzt, dass auch bei den Dickfischen jetzt ein bisschen Schwäche reinkommt. Hier zum Beispiel eine Google, die ja Zahlen geliefert haben, die hymnisch gefeiert wurden. Die Aktie dann mit einem dicken, dicken Gap nach oben. Aber das ist alles schon wieder ausgepreist. Wir sind jetzt 10% oder 14%, fast 15% unter der Spitze, die wir erreicht hatten nach dem Earnings-Bericht von Google. Und es waren ja diese Dickfische, die die Märkte, die die Indizes oben gehalten haben. Jetzt müssen wir darauf achten, ob all das der Fall bleiben wird. Die Fed muss agieren gegen die Inflation. Das ist gestern in den Einkaufsmanager-Daten wieder mal klar geworden, auch im US-Verbrauchervertrauen, gestern vom Conference Board. Und wir sehen, das Problem ist, dass vor allem die Geringverdiener jetzt Probleme haben, ihre Rechnungen noch wirklich zu begleichen. Die Mittelschicht wiederum, die wird auf der einen Seite durch sinkende Reallöhne benachteiligt, hat keine Zinsen, hat also praktisch, kann auf ihre Sparer, auf ihre Ersparnisse keine Zinsen mehr vereinnahmen, und die wirklich Reichen, die eben diese wunderbaren, so stark im Preis gestiegenen, inflationierten Vermögensassets haben, die machen sich Sorgen, dass die Bewertungen vielleicht ein bisschen hoch sind, wenn eben jetzt diese hawkische Wende der Fed passiert ist. Das ist genau das Thema, das auch psychologische Thema. Und eine solche Inflation ist auch ein Kontrollverlust, wenn man so will. Das zeigt, dass letztendlich die Notenbanken das Narrativ erstmal verloren haben, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben, dass die Märkte auch spüren, dass die Notenbanken das Ganze nicht mehr unter Kontrolle haben. Denn wenn die Notenbanken kein Geld mehr drucken können, wo ist dann das Sicherheitsnetz der Notenbanken? Sie können kein Geld mehr drucken, weil sie eben sonst die Inflation weiter verschärfen. Und dementsprechend auch so zentral versucht die Fed sozusagen diese psychologische Kontrolle wieder in den Griff zu bekommen. James Ballard hat darauf immer wieder hingewiesen, wenn die Märkte den Glauben verlieren, dass wir wirklich etwas gegen die Inflation tun, dann ist es wirklich schlimm. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger psychologischer Faktor. Und es wird dann jetzt auch schon so eine Art Informationskampagne gesteuert, dass es mit der Inflation besser wird. Hier hat zum Beispiel Andreas Steno Larsen, den ich ansonsten sehr schätze, und viele andere haben ihr Charts gepostet, die zeigen sollen, dass also praktisch die Lieferengpässe sich jetzt aufgelöst haben, weil vor den Häfen an der Westküste der USA praktisch jetzt viel, viel weniger Schiffe warten würden als zuvor. Darauf hat Jim Bianco die Sache mal richtig gestellt. Die Schiffe sind weiter vom Hafen weg. Dadurch werden sie hier nicht mehr direkt mitgezählt, aber die Schiffe, die hier faktisch warten, hat sich sogar noch weiter vergrößert. Also wir sehen, wie hier mit Halbinformationen teilweise ein falscher Eindruck entwickelt werden kann. Jeder eben so, wie er die Inflationsentwicklung einschätzt, dann suchen sich manche eben auch die Informationen wie, oh, guckst du, Lieferengpässe werden deutlich besser, aber die Wahrheit ist manchmal ein bisschen komplexer, wie Jim Bianco hier wunderbar zeigt. Übrigens, Wahrheit und Komplex, China hat jetzt, ich hatte gestern auch über Rohstoffe gesprochen, Nickel zum Beispiel, Aluminium sind ja massiv gestiegen. China hat 84% der globalen Lagerhaltung für Kupfer, 70% für Korn, 51% für Wheat, 40% für Sojabohnen, 26% für Crude Oil und 22% für Aluminium. Also da wird sozusagen das gehortet, was jetzt im Preis steigt. Wir drucken Geld, die Russen versuchen Gold zu horten, die Chinesen versuchen Rohstoffe zu horten. Okay, hier sehen wir mal Hongkong jetzt offenkundig mit Lockdown-Maßnahmen jetzt bekommen. Jeder Hongkong-Bürger bekommt jetzt Helikoptergeld von der Regierung. Auch das ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Und wir sehen, dass insgesamt der Trend zu Zinsanhebungen weltweit der Fall ist. Jetzt hat die neuseeländische Zentralbank den Zins angehoben. Jetzt, das ist die dritte Anhebung seit Oktober und hat praktisch dazu auch ein hawkisches Statement gegeben, hat die Inflationserwartungen nach oben genommen, hat signalisiert, das geht weiter. Das ist der Weg, den andere Zentralbanken eben auch gehen werden, wohl auch die EZB. Da hat Holzmann, der Österreicher, heute gesagt, ja, also wir könnten schon in diesem Sommer die Zinsen anheben und dann Ende des Jahres ein zweites Mal. Und vor allem, es ist möglich, dass wir die Zinsen anheben, bevor wir die Anleihekäufe beenden. Auch das ist eigentlich ein Paradigmenwechsel, der hier passiert. Also die EZB, die kommt natürlich jetzt unter Druck mit diesem monetären Klimawandel. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Russland.
dass Putin ein Geheimdienstmann ist, der mit allen Wassern gewaschen ist und sicherlich nicht der Humanist vor dem Herrn ist, das ist völlig klar. Ein eiskalter Machtpolitiker, der auch über Leichen geht, wenn es sein muss, gar keine Frage. Wir wollen uns dennoch mal hier den russischen Aktien zuwenden und die haben jetzt ein Price-Earnings-Ratio von 4. Wir haben eine Dividendenrendite von 25%, in Russland ja eine Inflation, so, die sich auch gewaschen hat, Leitzins bei knapp 10%, aber immerhin, man bekommt da also noch Dividendenrendite. Hier die 10-jährige Rendite von russischen Staatsanleihen 10,8%. Also wir sehen, diese massiven Bewertungsabschläge für russische Assets sind nur durch diese geopolitische Situation erklärbar. Denn an sich hat Russland ja einen Haushaltsüberschuss etc. etc. Die Wirtschaft ist klein, die Wirtschaft ist nicht wirklich stark. Da ist natürlich auch eine Kleptokratie am Werk. Das heißt, eine Schicht von Leuten, die von diesem Rohstoffreichtum profitieren und sich das Geld in die Tasche stecken, während die anderen teilweise mit Almosen abgespeist werden. Aber wenn diese geopolitischen Turbulenzen vorbei sein sollten, dann bestünden natürlich ganz gute Chancen, dass sich da was erholt. Hier sehen wir mal unten den MSCI Russia Index, also praktisch ein ETF auf hier einen russischen Aktienindex, und der hat sich fast halbiert jetzt seit Herbst der letzten Jahres. Also da ist durchaus was passiert. Ich werde ihn nochmal unter dem Video verlinken, weil es öfter angefragt wurde. Russische Aktien, die Ukraine-Krise als Chance. Da werden einige Werte vorgestellt. Wie gesagt, das hat Risiken und Nebenwirkungen. Vor allem die Risiken sind geopolitischer Natur. Das sollte man hierbei nicht vergessen. Es ist also keine Empfehlung, sondern einfach eine Information, was ist da wie bewertet, wie schaut es da eigentlich aus? Also, in Moskau hat man gute Laune, die Aktienmärkte haben heute erstmal gute Laune, die Russen haben heute Feiertag, da ist wird gefeiert die Verteidigung des großen Vaterlandes. Vielleicht deswegen auch die geopolitische Situation ist etwas ruhiger, weil wir weniger aus Moskau hören werden. Wir werden sehen, die Aktienmärkte mit Chance auf eine Erholung, aber allzu weit dürften die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich sage Servus und Ciao, verweise nochmal auf den Artikel. Ciao.